Wir haben heute 3 Mobs gejagt. Wenn wir Glück haben, können wir gleich den nächsten. Und zwar im Luftschiff-Terminal. Von Thanatos. Auftraggeber ist die Familie von Gernreisen. Sie soll sich im Luftschiff-Terminal in irgendeinem Ding aufhalten. In irgendeiner Stadt. Aha. Das heißt, die können jetzt überall sein. Da ist doch jemand. Wieder ein Drache. Im letzten Drachen haben wir ganz schön was abgekriegt. Ernsthaft, er weiß nur nicht mal, wo Thanatos gerade ist. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht direkt machen. Und wie will er mich dann das sagen? Wahrscheinlich gibt es den Drachen gar nicht, oder? Also bei dem muss ich jetzt gucken, weil da habe ich keine Ahnung. Also, wir sollen jetzt irgendwo hinfliegen und mit dem nächsten Familienmitglied reden. Die Chance ist jetzt 4% und könnte bis auf 64% ansteigen. Dann fliegt man hier durch die Gegend und irgendwann kommt dann, hey, Thanatos ist gerade erschienen. Wenn man Glück hat, kommt er bei 4% und wenn man Pech hat, erst nach 20 Flügen oder so. Okay, das war definitiv kein Anruf. Wir werden nicht angegriffen, leider. Piratensohn. Okay, da lege ich mich hin und gucke, in welchem Städtchen wir uns dann befinden. Dann guck mal, wo dieser Gernreisen-Typ ist. Ich will auch nur schlafen. Okay, irgendwann kommt er. Kann aber sein, dass ich jetzt in den weiter hin und her flieg, hin und her flieg, hin und her flieg, bis er dann irgendwann kommt und dann reinschneide. Wir machen jetzt dreimal einen Versuch oder so.
Doch, dreimal machen wir es. Und dann fliege ich so lange hin und her, bis er irgendwann mal kommt. Bist du ein gern reisen? Nee, bist du nicht. Gelangweilter Pirat. Verweinte Frau. Familie von Gernreisens. Okay. Nein, ich will mit eurem Flugzeug fliegen. Also bei 8% sind wir. Gibt es so viele Familienmitglieder? Das muss doch jetzt bei 16 oder so sein. Schöner wäre es, wenn sie sagt, hey, wir werden angegriffen. Aber leider nicht. Es gibt auch hier irgendeinen so geheimen Schatz. Da muss ich mich auch mal erkundig machen, obwohl ich eigentlich nicht Fan davon bin. Weil das ist so ein unsichtbares Schwert, mit dem kann man alles one-hitten. Und ich hasse unsichtbare Schwerter. Von eurer Familie müsste hier sein. Ist er der Junge schon wieder? Von hier sind wir mal gestartet. Das war ja jetzt ein Reinfall. Arcadis! Man kann natürlich auch nicht die Familie anreden, dann immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder fliegen, weil irgendwann muss er ja kommen. Aber es ist niemand in Hektik, das heißt, auch jetzt ist leider keiner da, der uns angreifen will. Ich hoffe nur, dass in Arcadis jetzt einer ist, der mit mir reden will, damit wir die Prozentchancen eben nochmal erhöhen. So kann man auch sein sauer verdientes Geld hinfortschmeißen, indem man einfach immer und immer wieder irgendwo hinfliegt, ohne Sinn und Verstand.
So, wo ist hier die Familie? Ex-Abenteurer. Erstbürger. Ach, wir sind in Arcades. Oh, ich hasse diese Erstbürger. Aber hier ist doch auch irgendwas gewesen. Riesenfürst. Der ist da oben. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, dann lasst uns die Aufträge halt schon mal annehmen. Damit wir irgendwas machen, was uns weiterbringt. Es gibt ja auch bestimmte Rüstungen etc. pp., die bei der Handelsware freigespielt werden. Das hier zum Beispiel Drachenritterwissen. Mit diesem Drachenritterwissen bekommen wir gegen Drachen stärkere Items. Wenn ich jetzt die Verkäuferin immer wieder anrede, ich glaube 20 oder 50 Mal, dann wird sich dieses erhöhen und andere Gegenstände erscheinen. Und das muss ich auch mit den anderen Händlern alles machen. Jetzt ist erstmal die Frage: Mucho amoroso, wen muss ich gar nicht anreden? Atze anmach! Du bist eklig. Du bist als Anmach. Im Soen Höhenpalast, okay. Gegen den Riesenfürst. Okay, der ist aber jetzt hier in der Nähe. Könnte man theoretisch auch machen. Der gebrochene Bannsiegel von Lindwurm Furumon. Der ist Richtung Höhenpalast. Und der ist beim Schwert. Okay, den nimm auch noch an. Weil wenn wir schon mal hier sind, zumindest alles annehmen, würde ich sagen. Damit wir in dieses Loch nicht nochmal müssen. Problem an der Sache ist einfach, man kommt hier so schwer voran. Man hängt einfach immer irgendwo fest. Diese Stadt finde ich hier langweilig tatsächlich. Hier ist keine Action, hier ist gar nichts. Und da drüben war ich auch noch nicht da hochgegangen. Ja, dann tun wir uns erstmal hier aufhalten.
Dann tun wir uns jetzt erstmal hier aufhalten und machen hier die drei Aufträge, was das ist. Wenn wir schon mal da sind. Und beim letzten Auftrag gehen wir da mit dem Luftschiff einmal auf die andere Seite, weil ich will natürlich dort auch alles frei machen. Müssen wir ins alte Arcades? Da, wo jeder bestimmt hin will. So, irgendwo hier links. Da. Da. Und ich glaube, hier hinten war doch ein Auftrag. Ich wollte doch noch einen Auftrag annehmen, aber wo? Okay, da oben ein Mac. Du. Im Cheetah Hochland. Jetzt geht's über die Brücke. Jetzt sind wir im ganz versifften Reich wieder. Hier pingeln sie auch auf die Straße wahrscheinlich. So. Heißt aber auch, dass wir jetzt versuchen müssen, hier 100% von der Karte freizuschalten, weil ich will nicht nochmal herkommen. Wenn es jetzt keinen Auftrag mehr in der OGR, Yam, Sensor und der Name ihres Dingsbums sein gibt, dann werde ich das offline noch machen. Weil die Errungenschaft würde ich schon gerne mitnehmen. Wenn man einfach nur alles sich angucken. Da ist ein verspiegelter Raum. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Da ist er ja schon! Dunkelammetite. Ernsthaft? Der hat sogar einen besiegt. Dunkelammetite auch. Sie haben ja geschafft. Aber wie komme ich da unten in diesen verspiegelten Raum? Was? Was ist hier los? Alle sterben an Fallen. Altes Portal.
Ja, dafür muss man erst einen anderen Quest haben, um da reinzukommen. Shit, Mann. Okay, dann können wir es noch nicht machen. Da wäre dann irgendein Boss mit 8 Millionen TP, keine Ahnung. Er tötet sie jetzt alle. Ich würde es gerne auf Platin machen. Aber nicht um jeden Preis. Vor allem, ich habe keine Lust, hier nochmal herzukommen. Ich bin jetzt auch schon hier gewesen. Warum kann ich da nicht einfach gleich hier alles machen? Warum muss ich jetzt irgend so ein Quest da machen mit diesen Windmühlen, um dann hier dieses eine Räumchen zu öffnen? Schwachsinn. Das ist Schwachsinn vom Spiel. Ganz ehrlich. So, jetzt geben wir das eine noch ab. Jetzt glaube ich, egal wo ich lang gehe, über die Treppe. Wahrscheinlich hat jetzt schon der ein oder andere geschrieben, nein, das ist nicht egal, wo du lang gehst. Du bist blöd. Hier lang, dort lang. Scheiße! Falsch, hier lang. Dann hier. Und weil es so schön war, jetzt komplett hier durch. Aber der Weg ist jetzt kürzer anscheinend. Hey, ich bin schon da. Geil, ich bin schon da. Und ich habe wieder nicht gestohlen. Nervig. So ein Höhenpalast. Shit! Ich hab den verwechselt. War das der beim Schwert? War das der unten beim Schwert? Kann das sein, dass das der beim Schwert war? Wer soll's denn sonst sein? Ich hatte nur den unten beim Schwert. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Haben wir gern gemacht. So. Das andere war in Sohen.